drei Schritte und Lauf, Puff, 2:0. Das ist wieder unglaublich gelaufen heute. Und da ist Dabu und er trifft zum Ausgleich. Und auf der anderen Seite. Es ist glaube nicht immer ein Kindergeburtstag. Gelb-Rot, Platzverweis. Alles auspacken, was man hat. Wieso sind Sie der richtige Mann? Traumjob zu vergeben. In Zusammenarbeit mit Blick sucht Teleclub seinen neuen Fußballreporter. Das mal die erste Information aus Luzern, zurück auf Zürich zu euch. Dem Aufruf von Teleclub-Programmchefin Claudia Lesser, Blick-Fußballchef Andreas Böhni und Fußballer Daniel Gigax haben viele Folge geleistet. Sie alle trauen sich zu, den Stars der Raiffeisen Super League kompetent auf den Zahn zu fühlen und den Zuschauer zu Hause mit spannenden Hintergrundinformationen zu versorgen. Im Herzen der Blick-Redaktion entscheidet heute die Jury, welche Kandidaten die erste Hürde meistern. Wir haben mit Teleclub und Ringe zusammen das gross ausgeschrieben und haben auch viele Bewerbungen bekommen. Und heute schauen wir die besten 40 gemeinsam an und werden entscheiden, welche 12 Runde weiterkommen. Und ich bin überzeugt, wir werden ein paar Top-Kandidaten finden. Und dann geht es in die nächste Casting-Runde. Die 12 schauen wir uns dann persönlich an, bei uns in Volker Zwil im Studio. Ja, mich nimmt es Wunder, wie weit das zu sparten ist, von den ganzen Amateuren bis zu solchen, die vielleicht schon eine Ahnung haben und die dort schon reinschauen können. Und von dem her freue ich mich wirklich darauf, die ganzen Videos anzuschauen. Ich erwarte jemanden, der frisch, frech, frei redet und der aber die Fragen kurz, knapp und knackig stellt. Nun gut, Zeit, die Fußballreporter von morgen unter die Lupe zu nehmen. Hallo, geht's du? Hey, Jump Cuts! Ha! Hallo Claudia Lesser, hallo Andreas Böhni und Special Guest. Ich bin übrigens gespannt, wer das ist. Ich bin der Mevion Heim und ich bewerbe mich mit diesem Video hier für einen Traumjob Fußballreporter beim Teleclub. Ja, wirkt seriös, gut angelegt. Ja. Was mir natürlich jetzt gefällt, der hat eine gute Stimme auch. Grossartig, dass da die Telefonnummer vom anderen ist, aber noch jeder weiss, wenn man das ist. Ausstrahlen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen hier aus der Lachaue in Thun zu dem ersten Halbfinal-Playoff-Spiel von Wacker Thun gegen Kadetten Schaffhausen. Bei mir ist jetzt die Zufall. Falls man das ohne anfängt, sieht das gut aus. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in der Finalen. Du hast so viele Fans dort. Das hat sie wahrscheinlich auch reingepostet. Das war die Zeit, als der Muri-Trainer war. Frauenfeld, oder? Die Leute strömen heute noch. Du, also nichts gegen Frauenfeld. Das ist der Place to be im Fall. Der Roger Federer fühlt sich wohl in Wimbledon. Am Didi Gysch, sein Zuhause ist Kitzbühel. Und ich fühle mich überall dort wohl, wo ich reden darf. Die möchte ich noch mal sehen, in vier Jahren. Aber welche Frau fühlt sich nicht dort wohl, wo sie reden darf? Das ist eine andere Frage. Das ist herzig, dass er... Nein, das ist so eine Süße. Schau mal. Ich bewerbe mich hier, weil ich das Gefühl habe, dass es ein grosser Traum ist, dass ich hierher gehöre. Er hat richtige Krämpfe mit dem Körper. Das ist noch ein bisschen fest... Ja, du musst den Kopf gehen. Ja. Die Interviews auch Hintergründe kann auch... Hallo zusammen, mein Name ist Mischa Schäublin, ich bin 18. Die kurzen Hosen gehen gar nicht, grundsätzlich, oder? Das ist immer eine Frage des Respekts, oder? Wie stelle ich mich vor der Kamera dar, oder? Wie ernst nehme ich das? Ich bin der, der sich am meisten aufregt, wenn der Kommentator im Fernsehen den Namen wieder nicht weiss vom Spieler. Ich meine, es sind auch nur Menschen und das kann passieren. Und mein Gott, es gibt schon. Es ist manchmal schwierig. Also ich habe Benny Thurn einen ganz schönen Abgang gewünscht. Ich habe einfach gesagt, hoffentlich hat er nicht bei der WM das letzte Match irgendwie Japan-Kamerun, weil dann wäre er wirklich schwimmen gekommen. Ja. Aber das ist ja normal. Jeder Mensch, je älter du wirst, desto weniger siehst du. Ich bin mit 20 Jahren mehr können merken als jetzt mit 30. Oder? Du bist ja froh, wenn du noch daheim magst, eine Frau zuhörst. Was hast du für eine Frau? Eine gute. Das habe ich eigentlich schon gedacht. Wie lange bist du verheiratet? Noch nicht lang. Oder? 4 Tage. 4 Tage? Ja, persönlich. Ist es wahr? Wir haben jetzt gerade gehört. Hey, du musst ihm noch gratulieren. Doch. Ich gratuliere dir. Wow, grossartig. Aber wenn du jetzt so redest, wirst du das nach 10 Jahren. Nein. Ich habe so geredet, was ich noch nicht kann. Okay. Du kannst nicht alles aus der Seite. Ein fantastischer 3. Hey, wo hat denn das Teleclub-Mikro her? Hat er das geklaut? Fehlt euch mal, oder? Weltklasse. Hey, er hat sich umgezogen, in die Schale geworfen. Kann man das irgendwo kaufen? Nein. Haben wir das irgendwo mal liegen lassen? Bei der Runde muss ich mal Song und Klang. Muss mal unsere Redaktion fragen. Aha. Das verschweißte Gesicht, muss mal schauen, nach dem Match. Ja, aber der Hammer ist eins an mit Sternli. Ist eins an mit Sternli, wirklich.
So, da bin ich, der Sportmoderator, von dir sucht, liebes Teleclub-Team, liebe Jury, der steht genau jetzt vor dir. Weil ich bin total leidenschaftlich im Schweizer Fußball, komme dort aus und bin total daheim. Total! Solide Vollmeisen, würde ich mal sagen. Grüezi miteinander, ich bin Sonja Wiemann, komme von Neuenkirch, bin 38. Ist das zu alt? 38? Du, wenn sie eine Bombe ist sie nicht zu alt. Ja, sie ist halt wie ein, sie steht wie so eine Statue. Gut, das finde ich jetzt überraschend. Sie hat... Bei mir ist der Cheftrainer vom FCL, der Markus Babbel. Mein Name ist Steffen Bachmann. Hey, schau mal. Bis Football League. Du, der hat richtig Kärtchen gemacht. Ich glaube, der schafft es. Ich arbeite als Elektriker. Aha. Windesender. So zwei nette Türme. Im einen wird Kraftnahrung produziert für einen bekannten Basel Fußballclub. Wieso ich mich bei euch bewerbe? Das ist eine gute Frage. Kann ich jetzt gerade sagen. Ja, wieso bei mir? Aber er lässt es drin, ich finde das mutig grundsätzlich. Und? Wählt mit dem Bier. Ja. Sehr geehrte Frau Lässler, sehr geehrter Herr Böhni, sehr geehrter Herr Gigax. Mein Name ist Alvin Knüssel, ich bin 22 und komme aus Hünenberg. Das ist eine Gemeinde im Kanton Zug. Ich habe das grosse Glück mit dem ehemaligen Nazi-Goli, Jörg Stiel. Gibt es immer ab und zu ein Beißer, wieder mal auf den Platz zurückkommen? Schon 2 Jahre habe ich wirklich. Der Jo ist natürlich auch so einer. Der Jo hat sehr interessante Gedanken. Den Jo musst du aber eigentlich dann manchmal unterbrechen, oder? Ich würde sagen, wir haben das Goli. Gut, er hat gern, gell, der Jogi. Ja, also, nicht um den Jo, ich weiß, ich kenne den. Der hat gern. Ja, tut mir leid, er getraut sich nicht reinzugehen. Du siehst richtig, ja, mit. Ja, und, hat aber viel jetzt, Respekt. Ja, Respekt, aber ja. Reto Steli, seit 17 Jahren hier beim FC Neftenbach tätig, mit einem kleinen Abstecher zwischendurch zum FC Frauenfeld. Ich glaube, euch muss nicht mehr sagen, was gewinnen und verlieren heisst. Ihr habt viel Höchst und Tiefst mit dieser Mannschaft durchgemacht. Gut. Er hat eine super Präsenz, auch ein gutes Gesicht. Absolut. Gute Frage, gute Präsenz, gute Ausstrahlung. Sehr natürlich. 2 Sekunden weitere Diskussion, der kommt. Ja. Genau, ist flüssig. Ja. Absolut. Geschätzte Damen und Herren, mein Name ist Christian Eier, ich bin 24, ich komme von Reppen im Kanton Luzern, bin Speaker Messer mit der Promotion League und meine Leidenschaft ist Fußball sowie allgemein Sport. Ich finde die Location grauenhaft, Küsse grauenhaft, aber ich finde, wie er redet und wie er auftritt, finde ich super. Liebe Jury, liebe Zuschauer, die Hause vom Bildschirm. Mein Name ist Christian Bachmann und ich heiße Sie herzlich willkommen in meiner gewohnten Arbeitsumgebung. Ich arbeite nämlich als Programmierer bei der Firma Ineffect AG. Fußball, das ist Glaube. Ich finde noch zu lange Pause. Fabio, wie bist du überhaupt zu dem Sport gekommen? Das hat einmal angefangen. Sie sieht gut aus. Also, das Oberteil geht gar nicht. Wie also, sagst du das? Ich kann nicht sagen, ich gut. Ja, wir sind hier auf dem GC-Campus und bei mir ist der Vasa Vasic, der GC-Goli. Ihr habt 7 Goals schon schiessen, haben aber auch schon 6 bekommen. 3 pro Spiel, so denke ich, kann es nicht weitergehen. Hey, aber das ist geil, er haut dem anderen am Tor, wie viele Goals er bekommen hat. Das ist grossartig, gefällt mir. Ah, die Lockerheit. Er hat dich heimgezeugt, bin ich aber froh. Ja, das ist also gut. Grüezi, mein Name ist Gianluca Giuseppe. 47, wohnhaft an der Bahnhof Schloss Attenwil, 46, 22, Egerkingen. Gut, ich glaube, können wir auch abbrechen. Wir suchen ein Jungtalent. Da liegt das Wort Jung mit drin. Das stimmt. Nach 22 Jahren Spitzenfußball, unter anderem beim SV Seebach Zürich, FFC United Schwarzenbach, dem heutigen GC, ist sie seit 2013 Trainerin bei den Frauen vom Grasshopper Zürich in der Nationalliga. Vielen Dank für deine Zeit, Evelyn Zimmermann. Danke dir. Du musst viel zu viel ablesen. Zwischen dem Mal, wo du von Therwil zum SV Seebach gewechselt bist. Spezielle Stimme. Ja. Wenn ich interviewt werde und ich merke, dass der Journalist die ganze Zeit auf die Karte schaut. Ja. Also weiss, ich auch gerne, wenn mich jemand immer anschaut, wenn ich mit ihm ein Interview mache. Liebe Jury, ich bin Jan Arnett, bin 22 und bewerbe mich für den Trump-Job als Fußballreporter. Ich arbeite momentan für das Fußballportal 442.com und führe dort Interviews mit Superleague-Spielern. Ist ein nervös, gewackelt ein um? Gut, wohl, mein Name ist Jonas Schubinger. Ich melde mich bei Blick und Teleclub. Steht auf meinem Ego, Weltklasse. Weil ich glaube, dass mein Interesse an den sportlichen Hintergründen und an der Geschichte, die der Sport schreibt,
Ich hoffe, ich komme ein bisschen mehr aus sich raus. Ja, und er braucht ja ewig, bis er... Ja, heute geht es nur in zweiter Linie um Sport und Sportresultat. In erster Linie geht es heute nämlich um mich. Mein Name ist Lara Kitt. Die gefällt mir. Ich komme auf Engelstein, sehr schwierig zu erraten. Es ist sehr authentisch, finde ich. Liebe Zuschauer, Adams Family, Kerzenleuchter, ey. Okay. Nicht. Adams Family, Kerzenleuchter. Nicht. Ja, ja, aber die Location ist wirklich speziell. Ich hätte ihn trotzdem genommen, aber ihr überstimmt mich offenbar. Also wir schauen ja, doch mal, wer wir überhaupt nehmen. Genau. Die Jury hat entschieden, eine Runde weiter sind Chris Eppeler, Thomas Fischer, Marino Walser, Lara Kipf, Dominik Basler, Yannick D'Alfonso, Mevion Heim, Nick Arnett, Dina Mettler, Dominik Neuhaus, Christian Eyer und Stefan Bachmann. Sie alle sind ihrem Traumjob, TV-Fußballreporter von Teleclub zu werden, einen Schritt näher gekommen. Also die 12, die laden wir jetzt ein in die nächste Castingrunde. Die kommen zu uns nach Volkswil, offiziell ins Fernsehstudio. Und die dürfen dort einen 1-1-Test machen mit einem Fußballer. Verraten wir jetzt noch nicht, wo dann wirklich ein Interview ist, wie es in der Realität auch würde stattfinden. Wir werden auch nicht dort reinsitzen, sondern wir sitzen in der Regie, reden mit ihnen übers Ohr. Also es ist wirklich so 3, 2, 1 und jetzt zum Schleifern. Unter blick.ch/traumjob können Sie ab sofort für Ihren Favoriten abstimmen und ihm so verhelfen, eine weitere Hürde in Richtung Traumjob zu nehmen. In diesem Sinne. Merci. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Durchlesen von dem Interview und danke Ihnen jetzt schon für die Prüfung von der Bewerbungsunterlage. Das war es mit dem Sonntagsinterview von Mehrzielten. Und damit gebe ich zurück ins Studio und bin gespannt, was auf den anderen Plätzen noch mit abgelaufen ist.